zurück in City Skylines. Und das Spiel läuft jetzt hoffentlich. Wieder in der Pause ein bisschen was gemacht, nochmal ein bisschen die Qualität verändert. Ich hatte ganz große technische Probleme. Und jetzt habe ich nochmal das Bild wieder ein bisschen verbessert, was in den letzten ein, zwei Folgen noch ganz schön blöd war. Aber jetzt können wir uns wieder aufs Spiel konzentrieren. Die Stadt wächst weiter. Es gibt inzwischen keinen neuen Meilenstein mehr, wie es aussieht. War es das tatsächlich der letzte? 75.000 Einwohner mehr kann ich nicht. Schade. Monumente, Errungenschaften. Errungenschaften sind nicht so wichtig. Einzigartige Gebäude sind halt noch interessant. Da kann man mal die ganzen freischalten bis Stufe 6. Und jetzt kann ich hier schon einige geile Sachen bauen. Aber wir fangen mal an. Die Shopping-Statue, das erreiche ich ja nie. Das ärgert mich so unglaublich, dass ich die nie bauen kann. Krankenhausplatz. Da muss die Bürgergeschwindigkeit, muss ich klar praktisch 120% senken. Schaffe ich auch nie. Industriegebiet, das läuft weiter fröhlich vor sich hin. Das habe ich irgendwann, die Statue der Industrie. Statue des Wohlstands habe ich auch. Also nur den Krankenhausplatz und die Shoppingstatue werde ich nicht bekommen. Was ist bei Stufe 2 los? Durchschnittlicher Müllberg pro Gebäude ist auch super. Das heißt, das Einkaufszentrum bekomme ich nie. Ein schickes Einkaufszentrum. Ja, das mache ich mal. Alle Steuersätze höchstens 4% für 20 Wochen. Ja, und das schaffe ich easy. Dann mache das mal kurz. Da sinkt meine Einnahmen jetzt für ein paar Wochen, aber ich schalte das Gebäude frei. Das will ich gern haben. So. 20 Wochen muss ich das durchhalten. Können wir nochmal kurz reingucken. 20 Wochen lang. Schauen wir mal. Dann kann ich ja wenigstens die Zeit nutzen, wenn jetzt alles wahrscheinlich sehr beliebt ist. Bei den billigen Steuersätzen kommen sie alle in die Stadt plötzlich. Dann wollen sie da gern wieder wohnen. Kenne ich doch die Drecksäcke. Ich weiß gar nicht, ob ich direkt neben der Oper dann auch ein paar Gebäude haben möchte. Ich kann es erstmal machen. Wenn es blöd aussieht, kann ich die immer noch wieder abreißen. Also hier vorne so Einfamilienhäuser. So, ich werde jetzt ein bisschen das Problem haben, wenn hier welche tatsächlich auch einziehen, dass ich da keine. Na, machen wir es mal so. Dann ein paar kleine Geschäftsviertel. Obwohl, ne, das finde ich nicht so schön. Ups. Nee, Quatsch, Quatsch, hier so. So, jetzt kommen halt hier die großen Häuser nach hinten raus. Na, vielleicht noch nicht ganz hier vorne, so. Dann vielleicht doch ein paar von den kleinen Gebäuden, so. So, dann dürft ihr jetzt gerne dahin ziehen, Leute. Ihr wollt es doch auch. So, hier hinten passen dazu mal ein paar dicht besiedelte Gewerbegebiete. Ihr könnt die dann mit versorgen. So, mal schauen, dass jetzt bald mal besiedelt wird. Ups, Alter, wie mein Geld gerade abkackt, weil ich halt dieses eine Gebäude haben möchte. Ups, falscher Knopf. Eine Woche. Oh, 20 Wochen. 20 Wochen. Ja, schön. Das kostet mich 1 Million, dieses blöde Gebäude. Können jetzt wenigstens da mal Leute einziehen, wenn die Steuersätze schon ungefähr null sind. Ich bezahle denen ja schon fast Geld dafür, dass sie hier wohnen. Schon ganz schön frech. So, brauche ich noch ein bisschen. Warum brauchen die denn so viel Gewerbegebiet jetzt plötzlich überall? Die anderen Sachen alle überhaupt nicht beliebt, aber Gewerbegebiete wollen sie ohne Ende. Können wir hier direkt nochmal ins Wohnviertel welche bauen? Ein paar dicht besiedelte. Hier auch noch. Wenn sie ja so scharf drauf sind. Sind sonst noch irgendwo ungenutzte Flächen? Das ist auch irgendwie ein bisschen doof von der Platzierung. So, färben wir es mal neu ein.
gucken, ob sonst noch irgendwo ungenutzte Flächen sind mittendrin durch meine Umbauaktion mit den Straßen. Hier sieht alles ganz okay aus. Hier auch, da ist noch was. Ungenutzt. Ungenutzter Platz in meiner Stadt. Ich glaube, es hackt. Da ist ein Wohngebiet, was nicht genutzt wird. Okay. Aber es ist zumindest zugewiesen. Das ist das Wichtige. Wie mich das alles Geld kostet. Ich werde hier arm. Nur damit ja die Leute, damit ich dieses blöde Gebäude kriege. Achso, es war nicht mal dicht besiedelt. Na toll. So, wie sieht es denn hier aus? Obwohl die Steuersätze niedrig sind, ja, hier siedelt sich natürlich als erstes da an. Obwohl da noch gar kein Strom ist. Das muss erst die hier hochwachsen. Eigentlich. Lass uns doch mal hier langsam. Eigentlich sollte sich jetzt hier überall Leute ansiedeln ohne Ende. Aber selbst mit den niedrigen Steuersätzen haben sie ja kein Interesse dran. Wie lange müssen wir es denn noch durchhalten? 4 Wochen haben wir schon geschafft. Was gibt es denn noch, was wir gern machen möchten? Das kann ich auch alles schon bauen. Gucken wir mal, Stufe 3. Das geht. Stromerzeugung. Oh, die Steuerbehörde kann ich bald bauen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich was bringt, die Steuerbehörde, ob das nur ein schönes Gebäude ist, ob man da wirklich was von hat. Für das Gerichtsgebäude muss die Kriminalitätsrate richtig hoch sein. Super. Colossal Order. Öffentliche Bildungsausgaben erhöhen. Das Gute schaffe ich irgendwann auch. Das Bürogebiet schaffe ich irgendwann auch. Unterdrückungsbüro. Unterdrückungsbüro. Das sieht aber geil aus. Das Unterdrückungsbüro. Arbeitslosenquote muss hoch sein. 11,5% im Moment. Auch ganz schön viel. Das Opernhaus habe ich schon. Observatorium. 1000 verlassene Gebäude in der Stadt. Auch super. Da muss ich einfach mal die Steuern erhöhen, bis alle abhauen. Gewerbegebiet geht auch. Bauen Sie 7 Instanzen von Universitäten. Das dauert eh. Expo-Center. 2000 Schulden. Hä? Das schafft man doch total schnell, oder nicht? Muss ich nicht einfach... Dass man das Fenster nicht verschieben kann, kann ich einfach Schulden aufnehmen? Oder sind das 2 Millionen? Gucken wir uns kurz nochmal rein. Ah, hab ich. Okay. Und zurückzahlen. Das war nicht so schwer. Das Aquarium haben wir. Wissenschaftszentrum haben wir. Da kommen wir auch irgendwann hin. Und letzte Stufe 6. 3 Instanzen von Universitäten kriege ich auch noch hin. 50% der Bevölkerung ist hochgebildet. Alle städtischen Dienstleistungsgebäude muss ich einmal bauen, mindestens. Kriegen wir auch noch hin. Und das Stadion auch noch. Also wir haben im Prinzip echt viel freigeschaltet. Wir haben fast nur die Gebäude nicht freigeschaltet, die einfach scheiße sind, die man nur bekommt, wenn man sozusagen schlecht spielt. Das ärgert mich ein bisschen, wie minus ein Geld haben, ungesunde Bürger, Kriminalitätsrate und Arbeitslosigkeit total hoch. Dann geht es. Viel Müll in der Stadt, dann kriegt man die Sachen noch. Na egal. Wir müssen noch 14 Wochen lang die Steuersätze durchhalten. Wenn ich jetzt schon 6 Wochen durchgehalten habe, halte ich die restlichen 14 Wochen auch noch durch für das schicke Einkaufszentrum. Das dauert ganz schön lange, bis das hier mal hochgebaut kommt. Die Leute beschweren sich, dass sie keinen Strom haben. Ja, bevor sie gleich wieder ausziehen und rumheulen. So. Kann ich ja später immer noch abreißen. Habe ich nicht irgendwo so eine blöde Trasse, die ich abreißen kann? Ich mag die ja immer nicht. Wo habe ich eigentlich so viel Strom? Das checke ich überhaupt nicht. Ich habe ja immer noch mehr Einwohner und die anderen Sachen laufen auch gut, aber ich habe trotzdem total viel Strom. Über. Ja, das liegt nicht in der Solarkraft, aber eigentlich müsste es ein bisschen weniger sein. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Das wird langsam knapp. Dann können wir mal da weiter anfangen. Es wurde auch immer wieder rumgeheult, dass ich das hinten alles nicht so verschmutzen sollte. Vielleicht übernehmen wir das mal jetzt. Dass ich da... Ups. So, gucken wir jetzt die Verfügbarkeit. Die reicht jetzt schon wieder locker aus. Hier brennen ständig die Gebäude ab, die... Okay, ich habe hier zweimal Feuerwachen, aber anscheinend reichen die bei weitem nicht.
Die Gebäude brennen trotzdem ab. Ich reiß die einmal ab und dann gucke ich mal, wie viele Gebäude noch abbrennen, ob dann vielleicht doch mal eine große Feuerwache anscheinend da sein muss, weil sie nicht rechtzeitig dahin kommen. Eigentlich sind die ja nicht weit weg. Gut, an der Straße ist viel Verkehr. Vielleicht hängt die Feuerwehr im Stau. Das müssten wir mal probieren. Ich reiß mal die jetzt hier ab, die jetzt hier abgebrannt sind. Und wenn in kürzester Zeit schon wieder so viele neue auftauchen, dann dann wird das halt geändert. Ich guck gerade mal, ob ich hier nochmal irgendwo... Hier fehlen überall Arbeiter, Ungebildete. Ob ich hier nochmal ein Wohnviertel hinklatsche. Das wäre ein bisschen gemein. Aber vielleicht mache ich es trotzdem. Und dann können da die Leute auf kurzem Weg zur Arbeit sein. Aber auch wenn sie in einer scheiß Umgebung wohnen. Auch nicht so schön. Naja. Was ist das denn hier für ein Zeichen? Was haben wir hier los? Gebäude. Ups, so. Kein Platz mehr, Friedhof. Ach ja, genau, ich wollte extra auch drei Friedhöfe, habe ich doch extra sich füllen lassen für das eine Gebäude. Haben wir das schon geschafft? Nochmal ganz kurz reingucken. Ich muss irgendwie drei Instanzen von Friedhof voll bekommen. Ja, wo waren das? Wasserpumpenstation. Nee. Instanzen. Drei volle Friedhöfe brauchte ich für irgendwas. Ja, Platz der Toten. Okay, habe ich schon geschafft. Dann können wir jetzt das mit den Friedhöfen mal wieder... Können wir die mal ein bisschen leeren. So, der Friedhof ist voll. Dann leert er sich mal. Der Friedhof ist auch voll. Die Friedhöfe sind alle fast voll. So. Alle knapp an der Grenze. Mal gucken, wie es jetzt läuft, wenn ich alle Friedhöfe auf einmal entleere. Ob das nicht ein bisschen problematisch ist, weil er dann zu viele Leichenwagen im Einsatz hat und die Krematorien überfüllt sind. Aber das werde ich ja dann gleich sehen. Krass, alle voll. Das ging schnell. Hier werden wir auch mal einen neuen Friedhof dann brauchen. Ah, das kommt noch. Okay. Dann werden die jetzt hier schön alle entleert. So gehört sich das. Ups. So, wie viele Wochen noch? Das müssen wir im Auge behalten. Ne, es war gar nicht so weit oben. Es war Stufe 3 oder Stufe 2. Stufe 2. Sogar nur ein Stufe 2 Gebäude. Stufe 2 Gebäude kostet mich irgendwie 1 Million. 1 Million kostet mich das, weil die Steuersätze so niedrig sind. Ich hoffe, das Gebäude und die Leute wissen das nachher zu schätzen, dass ich hier so geile Gebäude ihnen hinstelle. Ich baue hier vor allem mal jetzt ein paar, damit das schneller da hochwächst. Obwohl die ein bisschen Bedarf haben, wird es nicht gebaut. Sollen sie mal ein bisschen beeilen. Dann kann ich demnächst auch mal dann die Oper wieder eröffnen, wenn da so viele Leute sind. Und während das hier alles noch Müllberge. Den sollen sie es halt abholen. Das ist das einzige Gebäude, was da Probleme hat. Hier kann ich keine Dings hinbauen. Hier kann ich auch keine hinbauen. Kann ich irgendwo in die Nähe mal eine Müllverbrennungsanlage, die vielleicht nicht ganz so... Ich baue mal hier eine hin. Das versaut mir dann alles ein bisschen. Aber es ist das, bevor ich gar keine in der Nähe habe... Versaut da ein bisschen den Boden, aber es hilft ja nichts. Ich brauche irgendwo ja... Irgendwo muss der Müll ja hin. So. Dann wird er hoffentlich hier mal auch damit schneller abgeholt. Dann können wir uns jetzt mal... Wie sieht es eigentlich mit den Monumenten aus? Das sind die großen Sachen. Da brauche ich dann oft... Zum Beispiel die Steuerbehörde, die ich kaum bekommen werde. Dann für die Steuerbehörde muss ich irgendwie, was muss ich da die Leute irgendwie erst unterdrücken oder so? Wo waren da nochmal die Steuerbehörde? Die war auch irgendwo hier hinten. Expo-Turm der hohen Zinsen ist es auch nicht. Observatorium, Großbibliothek ist es auch nicht. Wo ist denn die Steuerbehörde? Da. Ach, guck, da muss ich nur die Stromerzeugung bekommen. Das ist ja easy. Das kriege ich also noch hin.
Also kommen wir da auch hin. Also für die Monumente fehlt noch ein bisschen. Wir fangen einfach mal der Reihe nach an. Was habe ich denn davon schon gebaut? Noch gar nichts. Statue des Wohlstands. Platz der Toten. Ein gruseliger Platz. Bruder des Wohlstands. Wie sieht denn die aus? Kann man die irgendwo sich schön hinstellen? Zum Beispiel hier in die Mitte des Kreisels. Welche sieht wohl am schönsten aus? Überlege ich mir gerade. Dass die soll auch ein bisschen dekorativ sein. Mit so einem Toten. Des Wohlstands. Kathedrale des Wohlstands. Ah ja. Dann bauen wir hier die Statue des Wohlstands mal hier hin. Jemand hat gesagt, man kann Parks und bestimmte Sachen an Kieswege oder an die kleinen Wege bauen. Das probiere ich jetzt mal aus, ob das wirklich geht. So, wenn ich jetzt hier so einen Pflasterweg baue, kann ich hier von der Straße ab. Ne, es geht gar nicht. Also ich probiere es nochmal, wenn ich einen Pflasterweg hier ranmache. Angeblich kann ich da zumindest Parks dran bauen. Wurde mir gesagt. Mal gucken, ob das stimmt. Ne, stimmt schon mal nicht. Also man kann nicht. Außer ich habe irgendwas falsch gemacht. So einfach an so einen Kiesweg einen Park dran bauen. Und man kann auch nicht die Kieswege mit der Straße verbinden, dass sie da langlaufen können. Das geht auch nicht. Und das bis hierhin machen. Jetzt ist da verbunden der Fußweg immerhin. Könnt ihr nochmal probieren eben. Da pappt er sich immer ran. Aber hier, das reicht ihm nicht. Nein, das geht leider nicht. Schade. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, das ärgert mich. Ich will jetzt am liebsten die Statue des Wohlstandes hier in diesen Kreisel setzen. Aber sie braucht eine Straßenanbindung. Warum braucht das denn eine Straßenanbindung? Und was soll eigentlich das mit dem Lärm da? Macht die Lärm oder was? Lärmbelastung 30 ist auch geil. Warum macht denn die Lärm? Kann auch keiner verstehen, oder? Da müssen wir noch eine kleine Straße da in die Mitte setzen. Welche nehmen wir? Welche ist die kleinste Straße? Zweispurige Kiesstraße. Ist das noch kleiner? Ist das noch dürfer aus als die Autobahnauffahrt? Ich glaube, das ist das Kleinste, das ich hier bauen kann. Probieren wir es mal. Das geht immer zu weit. Das geht mir zu weit. Das geht zu weit. So. So. Bisschen beknackt irgendwie. Bin nicht ganz sicher, ob ich das so gut finde. Ist das Gefälle zu steil oder was? Ja, verarsch mich halt. Jetzt ist ihm das Gefälle zu steil. Das Gefälle ist doch nicht zu steil. Es ist ein scheiß Park dahin. Ist das vielleicht kleiner hier? Nee, das Gefälle ist auch zu steil. Hier. Ah, hier. Dann kriegen die halt so einen Totenplatz dahin. Kann ich vielleicht den doch dahin setzen? Ne, ist zu groß. Der ist zu groß. Was haben wir denn sonst noch? Vielleicht hier so ein Park? Ne, ist auch zu groß. Die Gebäude sind auch alle zu groß. Ja. Dann gibt es halt den kleinen Platz der Toten hier in die Mitte. Bisschen gruselig so. Zack. Kann ich die Straße noch ein bisschen abreißen hier am Ende? Nee. Hat kein Strom, ja, weil der Platz der Toten auch ganz dringend Strom braucht. Ich mache den erstmal aus. Weil eh noch keine Gebäude in der Nähe sind. Und dann aktiviere ich ihn mal wieder. Muss dann extra so einen großen Weg dahin bauen. Ich finde es schade, dass man nicht kleinere Wege bauen kann, weil es halt eigentlich ein bisschen zu viel ist, finde ich, für den. Aber naja. Damit muss man leben. Habe ich den Platz der Toten auch schon mal platziert.
Das ist auch witzig. Stufe 2 gibt es nicht. Zeigt immer Stufe 1, 1 und 3 an. Stufe 2 hat er irgendwie vergessen. So, 4 Wochen noch im Minus rumgeiern. Dann kann ich endlich da was Neues bauen. So, hier hinten kann das ruhig mal alles dicht besiedelt sein. Da kommt eh noch dann auch wieder dicht besiedeltes Wohngebiet dazu. Bedarf ist ja anscheinend genug. Industrie. Bauen wir ruhig mal das Industrieviertel hier noch ein bisschen aus. Wenn sie es denn unbedingt wollen. Hier ist auch mein Atomkraftwerk. Der Verkehr. Ups. Jetzt habe ich da so eine blöde Straße. Ganz so billig muss ich da auch nicht bauen. Können schon eine vernünftige Straße hinsetzen, muss da keinen Kiesweg haben. Gut. So, das wächst hier fröhlich weiter vor sich hin. Bin gespannt, wie viel Geld wir nachher einnehmen, weil wir kommen ganz schön aus den Minusen schon raus, obwohl das gar nicht so gut läuft. Dann werde ich jetzt ein Gebäude werde ich mir noch gönnen, bevor wir die nächsten Folgen weitermachen. Dann doch die Statue des Wohlstands. Dann kommt die irgendwo hier hin, halt die Statue des Wohlstands. Sie passt eh hier ganz gut hin. Hier vorne so hin. Ich habe das Gefühl, das Problem ist leider, dass damit so ein bisschen die Stadt verschandeln wird. Oder den Strand, weil er dann diesen braunen Umriss hat und diesen schwarzen, ähnlich wie die. Ähnlich wie es die Uni hat. Ich würde sagen, hier ist ein bisschen Parkanlage, das Krankenhaus. Kommt die. Wo kommt denn die hin? Kommt sie hier hin? So, hier soll sie sein. Zack. Leute freuen sich über die Statue des Wohlstands. Sieht ja auch super aus. Sieht ein bisschen aus wie ich. Naja, fast. Haben wir noch eine Statue des Wohlstands da. Können die Leute sich das immer schön angucken, wie reich wir doch sind. So, in der nächsten Folge kann ich hoffentlich die Steuer wieder erhöhen, weil ich das endlich geschafft habe, das schicke Einkaufszentrum. Und dann baue ich mir das natürlich auch gleich hin, wenn wir schon wochenlang für gelitten haben. Also kurze Pause und dann geht es gleich weiter.